wird es aber unscharf hier. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht, eben. Keine Ahnung. Morgen! Morgen! Hier sind wir nun. Ich gehe mal kurz aus dem Weg, damit man die Bikes ein bisschen im Bild hat. So. Egal. Ja. So. Zweite Nacht in Norwegen. War wieder gut. War wieder toll, war super. War auch nicht so spät, nicht erst 2 Uhr morgens, genau. Sondern war nicht um 10 Uhr? Ja, ja. Irgendwas haben wir geschlafen oder waren wir zumindest im Zelt? Wir sind früher rausgekommen, jetzt ist gerade, okay, jetzt ein Zelt aufpacken und so. Aber das ist schon wieder alles weg, wir haben sogar schon gefrühstückt. Und wir müssen eigentlich nur noch jetzt hier dieses Video aufnehmen und dann gehen wir auf die Bikes und dann geht's weiter. Heute haben wir eine Etappe von etwas über 400 Kilometer. Mit haben Fähre, eine, gell? Wir haben eine Fähre drin, ich weiß nicht, ob eine oder zwei oder auch eine Brücke von irgendwas, also ein Fjord. Und dann Trollstigen, das steht heute an, und hinterm Trollstigen dann Camping. Also auf den Trollstigen freue ich mich am allermeisten, ja, muss ich sagen. Also Serpentin da den Berg rauf, aber das werdet ihr dann alles schon sehen, da machen wir dann die Helmkamera an. Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Und da ist ja auch ein Aussichtspunkt, da halten wir nochmal einen Vlog und was auch immer. Vielleicht mal mit der Drohne in Runde? Ja. Lasst euch überraschen. Genau, lasst euch überraschen. Seht's ja gleich. Bis dahin. Bis dahin. Machen wir. Ich merke gerade, das hast du vorher rücken lassen. Ja, ja. Ist gleich auf hinten rum, gell? So. Wir stehen jetzt hier an der Fähre nach Kvandal. Kvandal. Da müssen wir rüber. Kvandal. Nee, Kvandal sagt mir wann. Da ist die Fähre. Ich hatte es gerade schon mal im Zoom irgendwie. Egal, hier hinten, da geht's rein. Auf jeden Fall zwischen die Berge, da fahren wir dann lang. Und wir haben uns in Schale geworfen, weil es hat angefangen zu nieseln und bevor wir da jetzt irgendwie in den Starkregen reinkommen oder hier die Wolken hängen tief, haben wir uns gedacht, werfen wir uns schon mal präventiv in Schale, einfach nur um sicher zu gehen. Das ist auch eigentlich ganz angenehm, weil kein Wind mehr in einen dran kommt. Ja, genau. Wir sehen ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen, aber das Hauptsache ist angenehm. So, jetzt mache ich hier nochmal ein Schwenkrad, die Motorräder am Hafen und dann sehen wir dann natürlich gleich. So, die Kette haben wir auch gefettet, hast du schon? Genau, das haben wir noch, das wollte ich noch erwähnen. Wir sind hier auf dem Hauptständer gerade. Genau, wir haben die Bikes mal hingestellt und haben jetzt mal nach wie vielen Kilometern? Knapp 1200. Haben wir jetzt mal die Kette nachgefettet, damit da nichts passiert. Wir hätten es früher machen sollen, ja, aber jetzt kommt die Gelegenheit. Genau, jetzt kam die Gelegenheit, haben wir gemacht. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Fähre wieder, oder? Ja, so klar, sorry, aus. Ich war gerade hier von der Landschaft geblendet. Wir sehen uns auf der Fähre wieder. Etwas geflasht hier. Achtung. Bin da. Wir sind auf der Fähre, aber man sieht nichts. Man sieht nichts, es gibt keinen Sonnendeck. Man ist hier drin gefangen, man kann nicht hochgehen oder so. Sonst hätten wir jetzt mal die Umgebung irgendwie mal gezeigt. Ja. Filmlands runterfahren ist auch nicht schlecht. Bis dann. Bis dahin.
epische Musik reinschneide. Take, schnell noch die Haare richten. Take am? Am? Storehaugtunnelen. Storehaugtunnelen. Jetzt sind wir gerade gekommen, nachdem wir geile Serpentinen den Berg hoch sind. Einfach auch hier irgendwie, das ist Hochalpenstraße Deluxe. Das irgendwie ist unglaublich schön. Das ist unglaublich schön. Ist ein bisschen frischer geworden, ne? Wir sind auch durch den Nebel gefahren, durch diese Noch 8 die Grad haben wir. Da hinten ist auch Schnee auf den Bergen. Ja. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht, wir drehen uns einmal. Vielleicht, wir zeigen gerade mal hier, sieht man das. Da geht's runter ins Tal. Und ich denke, da irgendwie in die Richtung werden wir jetzt fahren. Irgendwo da runter. Wird's gehen. Ja, denke das schon. Sehr geil. Wir haben einfach mal einen kleinen Stopp gemacht, weil das, ihr habt das Video eben gesehen, aber ihr müsst es auch nochmal sehen. Das ist fantastisch. Ja. Man muss es einfach gesehen haben. Jetzt gibt es noch einen Schwenk in alle möglichen Richtungen, in alle nur erdenklichen, außer nach oben. Und dann geht's weiter. Dann geht's weiter. Bis dahin. Bis dahin. Wir sind jetzt in Vangnesvegen. Am Sognefjörden. Genau. Am Sognefjörden. Und fahren nach Hella. Genau, wir sind jetzt an der Fähre und warten, dass die auftaucht. Die ist noch nicht da. Aber sie ist hier irgendwo im Hintergrund zu sehen. Also man sieht jetzt. Irgendwo sieht man die dann bestimmt. Ja. Irgendeine von denen wird sein. Irgendeine wird sein. Und dann geht's nach Hella. Hella, genau. Und von da aus geht's weiter, immer weiter Richtung Norden. Weiter Richtung Norden. Genau. Vielleicht ist es ich weiß, das gleiche Modell fähren. Sagt mir keiner was. Vermutlich. Was? Ja, ja. vielleicht sieht man da wieder nichts, egal. Ja, und wenn auch. Es ist halt so, wie es ist. Gibt noch weitere schöne Eindrücke. Es ist, wie es ist. Genau. In diesem Sinne. Ja, mach mal hier, zeig mal hier unsere Bikes. Genau, nur jetzt hier kann man einen kurzen Schwenk an, dass man es einfach mal sieht. Ja. Dass man sieht, was los ist. Was los ist. Da stehen sie völlig bepackt, abgerockt. Und bringen uns sicher immer weiter nach Norden. Immer weiter. Mit halb frisch gefetteter Kette. So, weiter geht's. Ansonsten ist hier einfach außenrum fjordmäßig einiges am Start. Sieht sehr geil aus alles, also, sieht sehr geil aus. Das ist wirklich, wir lassen es mal wirken. Es gibt mal einen Schwenk. Ja. Jetzt noch knappe 300 Kilometer. Und dann sind wir am nächsten Zeltplatz angekommen. Vor Trollstigen. Oder danach mal sehen, was ist. Ja, ich denke mal, ja, danach, davor, oder? Irgendwie. Trollstigen bei Tageslicht. Bei Tagesgeiler. Ja, genau, dass ihr auch was davon habt. In dem Sinne, bis gleich. Bis gleich.
Kurs. Es regnet und Snackier Fjord. Wir kamen gerade aus einem 6 Kilometer langen dunklen Tunnel. Aber jetzt haben wir hier trotzdem eine schöne Aussicht. Ja, Aussicht ist nicht so schlecht. Wir gehen mal hier rüber. Und es nieselt ja auch nur. Also und außerdem ist es auch Snackier Fjord. Nicht so schlecht hier. Ähnlich was trinken. Schon geil, ja. Ach, wo man so überall rumkommt, wenn man mit dem Motorrad fährt, gell? Das ist ein Ding. Das ist schon ein Ding, ja. Das ist wirklich ein Ding. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns vom Snuggier Fjord und fahren weiter. Fahren weiter, bevor zu nass werden. Genau, bis dahin. Wunderschöner Wasserfall und ein großer Wasserfall. Und dieser kleine hier noch, Wahnsinn. Und jetzt werden wir uns der Straße folgend den Berg hochschrauben. Richtig, genau. Und dann haben wir nur noch knapp 100 Kilometer zu fahren. Genau, und dann müssen wir am Trollstigen sein, der allseits hinlänglich bekannt ist. Genau. Ja, wir gucken mal, dass wir nicht mehr so viel Pause machen, dass dann jemand zügig, knackig voran wird. Dass aber auch mal ankommt. Genau, bei Tageslicht wäre geil. Ja, wäre gut. Ja. Bis dahin.